Im vergangenen Jahr merkte Wolfgang Baru im RTL-Videoformat Ein Promi, ein Joker gegenüber Moderator David Modiarat an, dass seine Kultrolle Jo Gerner aktuell nicht mehr mit dem Bösewicht der Nation zu tun habe, der Anwalt in der Serie Gute Zeiten, schlechte Zeiten einst war. Der Grund, so der Schauspieler, sei Gerners Frau Yvonne, Gisa Zach. Tatsächlich gelang es der Physiotherapeutin in den letzten 4 Jahren, ihren Professor zu einem besseren Menschen zu machen, obgleich sein altes Ich immer wieder durchkommt, wie sich zuletzt zeigte, als er Laura, Chrisantikavasi, für tot erklären ließ. Als die Fälschung des DNA-Tests aufflog, kritisierte Yvonne vor allem, dass ihr Mann immer alles über die Köpfe der anderen hinweg entscheide, du willst immer nur das Beste für alle. Das Problem ist, dass du entscheidest, was das Beste für die anderen ist. Und wenn es nicht das Beste ist, dann tut es dir leid, und du entschuldigst dich. Und dann passiert es wieder. In Ein Promi, ein Joker kündigte Baru bereits an, dass die GZSZ-Autoren bereits dabei seien, seiner Rolle wieder etwas mehr Biss zu verleihen. Jetzt ist es soweit, demnächst wird Gerner in der Serie wieder zu nicht legalen Mitteln greifen, um seine Interessen durchzusetzen. Achtung, Spoiler, dieser Beitrag enthält Informationen zur GZSZ-Folge, die RTL am Dienstag, 13. Februar, um 19.40 Uhr im Free TV zeigt. Beim Streamingdienst RTL Plus ist die Episode wie immer bereits eine Woche früher verfügbar. Wie wir zuletzt in Gute Zeiten, schlechte Zeiten sehen konnten, kommt es zu Spannungen zwischen Gerner und der Mutter seines Pflegesohns Lukas, Olivers Zerkus, Eva Rüß, Kati Thieme. Sie hat nämlich nicht vor, Lukas auf die Privatschule zu lassen, die Gerner für ihn ausgesucht hat. Ihr Plan ist es, mit ihrem Sohn einen Neuanfang im Schwarzwald zu wagen. Wie wir aus den aktuellen GZSZ-Vorschauen erfahren, gelingt es Gerner und Yvonne nicht, Eva mit vernünftigen Argumenten von ihrem Plan abzubringen. Als er ihr unter 4 Augen begegnet, schlägt er eine andere Tonart an. Und das ist noch nicht alles. RTL hat bereits verraten, dass Gerner zu anderen Mitteln greifen wird, als er merkt, dass er Lukas Interessen nicht auf rechtlichem Weg durchsetzen kann.